Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir spielen weiter Icarus. Mittlerweile gab es ein großes Update und wir sind nicht mehr in diesem Schürfgebiet, wo wir waren. Außerdem die Mission war dort, den Wald sozusagen zu erkunden. Die war erledigt. So, die Mission wurde automatisch gelöscht durch das Update. Jetzt machen wir weiter. Also in Part 1, 2 und 3 habe ich mich ja gefragt, was passiert, wenn die Zeit abläuft. Anscheinend, ich weiß es immer noch nicht, aber egal. Wir machen jetzt woanders weiter und zwar auf einem Außenposten. Genau, schauen wir mal, was die Mission dort ist. Die Mission hier ist Create New Outpost. Also wir müssen einen neuen Outpost anscheinend errichten und das machen wir. Oh. Also wir starten wieder. Okay, neues Gebiet, neues Glück. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Okay, Umgebung sieht genauso aus wie davor. Ja. Dann schauen wir mal. Wir sind hier bei C2. Okay, Gemse. Alles klar. Gut, dann laufen wir Richtung Wasser. Lasst uns ein bisschen was sammeln. Wir wissen mittlerweile, wie wir Sauerstoff kriegen. Also Sauerstoff kriegen wir, indem wir Oxid sammeln. Und dann bei uns hier im Sauerstoffbereich reintun. Und wir brauchen natürlich Pflanzenfaser. Sind in jeder Hinsicht wichtig, wie ich jetzt festgestellt habe, letztes Mal. Je mehr, umso besser. Nichts dagegen. Gut, schauen wir mal, was wir herstellen können. Wichtige Sachen. Ah! Interessant. Unser Charakter nimmt mit in einem neuen Schiffgebiet alles, was wir freigeschaltet haben. Das ist gut zu wissen. Ich dachte, ich muss alles wieder neu freischalten, aber nein, es ist alles wieder hier. Also unser Inventar wird zwar leer sein, wenn wir ein neues Gebiet betreten, aber ansonsten ist es alles da, was wir freigeschaltet haben. Okay, das finde ich gut. Das finde ich super. Dann brauchen wir schon mal ein Messer, da uns die Sachen fehlen, die wir brauchen, zum Beispiel Knochen. Bauen wir Standard, ein normales Messer, Spitzhacke, Steinaxt, Steine, wir brauchen mehr Steine. Wölfe brauchen wir noch nicht. Das wäre jetzt unklug, sich mit einem Wolf anzulegen. Also ich will jetzt noch kein Leben verlieren. Oh, ein Hase. Nee, Hase, du bleibst am Leben. Nochmal Karte, wir laufen Richtung Wasser natürlich. Wir brauchen Wasser, auch wenn das Wasser immer noch gefährlich ist. Interessant ist, dass unser Level ist zwar genau da, wo wir es hinterlassen haben, vom Balken her, aber es ist komplett rot. Das heißt, ich muss erst einmal durch XP sammeln, den Bereich rot komplett füllen und dann wird weiter gesammelt. Ein Hirsch, dann kann man jetzt nicht, Reh kann man nicht jagen. Aber wir können jetzt auch einen Steinaxt herstellen. Schön. Das hätten wir auch. Und sobald wir unsere ersten Tiere wieder erlegt haben, können wir ein Messer aus Knochen bauen, was viel, viel wirksamer ist als herkömmlicher Steinmesser. Okay, lass uns mal Wasser trinken, um zu schauen, ob wir hier sauberes Wasser kriegen oder wieder verseuchtes Wasser, weil wir haben immer wieder mal Bakterien gekriegt und dann wiederum keine Bakterien. Ohne Bakterien. Nicht schlecht. Also ich glaube, es gibt Stellen, wo man Wasser trinken kann und dann kriegt man Bakterien. Und dann wiederum gibt es Stellen, wo man keine Bakterien kriegt. Es ist irgendwie komisch aufgebaut, ich weiß nicht. Normalerweise muss das Wasser gereinigt werden. Oh oh,
Wir sind überlastet. Oh, gegen Überlastung hilft eine Sache. Herstellung. Da machen wir einen Holzhaufen. Sehr gut. Den legen wir gleich irgendwo ab, wo uns das nicht stört, später beim Bauen. Gut. Und wir hätten wieder Platz. Und nicht zu vergessen, wenn uns der Sauerstoff knapp wird, Oxid rein. Und schon befüllt sich das wieder. Sehr schön. Und weiter. Okay, ich habe jetzt ein bisschen was gesammelt. Ich glaube, langsam kann man ein bisschen anfangen mit dem Outpost herzurichten. So, machen wir erstmal Holzbalken, denn wir möchten unseren Outpost etwas höher stellen. Somit sind wir ein bisschen besser geschützt vor Angriffen von Wölfen zum Beispiel. Gut, wir haben jetzt etwas gebaut. Nehmen wir diesen Holzhaufen mit. Und wir brauchen Platten. Strohboden, nein, Holzboden. Wir brauchen Holzboden. Machen wir 4 Stück Holzboden für den Anfang. Okay. Gut, wir haben jetzt etwas gebaut. Nehmen wir diesen Holzhaufen mit. Und wir brauchen Platten. Strohboden, nein, Holzboden. Wir brauchen Holzboden. Machen wir 4 Stück Holzboden für den Anfang. Okay. Okay, irgendwie ist es nicht so gelaufen, wie ich gerade dachte. Irgendetwas stimmt hier gerade nicht. Ich will das jetzt nicht so bauen, aber es lässt sich auch gerade nicht rotieren. Okay. Na gut. Okay, ich baue noch ein paar Balken. Ich finde das eigentlich nicht hoch genug, aber ja, das können wir noch verändern, glaube ich. Nun, was fällt mir denn schon wieder? Stock. Okay, während ich gesammelt habe ein bisschen, habe ich etwas vernachlässigt und zwar das hier. Nahrung. Ich habe es komplett vergessen. Ich habe zwar ein Fleisch, das bald kaputt geht. Ich muss ein Feuer setzen, aber hätte gerne eigentlich ein bisschen mehr Fleisch gehabt jetzt. Und ich finde auch keinen Wolf. Vielleicht finde ich dann einen Platz, wo die Tiere etwas verbacken, dann kann ich sie erledigen. Schade. Schade. Wir wissen ja mittlerweile, wie eklig die Nacht ist und wie lange das dauert. Man kann sie nur schneller hinter sich bringen, wenn man halt ein Bett hat, sozusagen, oder einen Schlafsack, Feuer und mindestens einen geschlossenen Dach mit 4 Wänden und eine Tür vielleicht. Okay, lass uns ein bisschen mehr weiterbauen. Sonst wird das nichts. Scheiße, ich muss. Eigentlich muss ich Nahrung suchen, unbedingt Nahrung.
Wir bauen etwas mehr Balken jetzt. Und dann muss ich sofort Nahrung suchen. Schon ein bisschen komisch, wie man die Dinger jetzt bauen kann. Geht's noch? Also wenn der nächste auf mich zuläuft, dann garantiere ich für gar nichts mehr. Ich habe kein Holz schon wieder. Oh Gott, ey. Ich muss echt was machen. Entweder brauche ich jetzt einen Wolf. So. Oh, okay, ich habe jetzt ein bisschen gesammelt in der Nacht und ein bisschen was gebaut, weil das Bauprinzip ist ja leicht, das haben wir schon davor gehabt, in den letzten Part. Und ich habe leider nicht geschafft, einen Schlafsack zu bauen, weswegen ich jetzt in der Nacht einfach weiter gesammelt habe. Jetzt habe ich schon mal die ersten Wände bis in den Boden gemacht. Es geht ja darum, hier einen Außenposten zu bauen in diesem Schürfgebiet. Das mit der Nahrung geht noch. Ich muss leider Kaninchen töten, um zu überleben oder Bären zu essen. Bringt Fleisch mehr. Gut, aber ansonsten, die Nacht dauert wie immer lange, sehr lange. Und wir müssen weiter abbauen. Es ist halt sehr schwierig in der Nacht abzubauen. Und außerdem, für einen Schlafsack fehlt mir immer noch Fell. Ich habe viel zu wenig Fell. Nun gut, ich bin hin und her gelaufen. Ich habe jetzt Materialien gesammelt. Ich wollte das jetzt nicht mit ins Video reinziehen, wie ich Materialien sammle, das ist, finde ich, enorm langweilig. Ach so, weil wie man baut, ist wohl nicht schwierig. Haben wir auch in den letzten Parts schon gesehen. Außerdem, wir haben jetzt eine verschlossene Base. Also gegen Wetter, alles aus Holz. Was mir aufgefallen ist, wollte noch was zeigen. Wir haben sowas wie ein Pier. Was mir aufgefallen ist, ich habe keine Wölfe gesehen. Kein einziges aggressives Tier bis jetzt habe ich gesehen. Das ist das eine. Das zweite ist, ohne weiter jetzt Sachen freizuschalten wie Waffen, trotzdem, was ich alles gesammelt habe, ist mein Level immer noch bei 9. Es ist so schwierig. Der einzige Weg, schnell XP zu farmen, sind Tiere, aber die fängst du so nicht. Die musst du explizit so jagen. Das heißt, mit dem Speer, mit dem Bogen.
aber die sind viel zu schnell. Und meistens, wenn du ein Tier triffst mit dem Bogen, dann läuft es so weit weg und außerdem der Schaden ist nicht da. Alles, was ich bis jetzt gefunden habe, war Hasen. Und die sind nicht so der Bringer. Wir haben schon mal einen verschlossenen Raum und bevor es Nacht wird, ich hätte gerne einen Schlafsack gebaut. Leider fehlt mir Fell. Ich habe kein Fell. Und ich finde auch nicht keinen Platz, der so verbuggt ist, wo die Tiere halt nicht weiterlaufen können, damit ich halt die Tiere so erlegen kann. Nun gut, ich habe festgestellt, es ist wichtig, dass ich jetzt Fell sammle wegen einem Schlafsack. Es ist noch früh, sage ich mal, am Mittag im Spiel, 12 Uhr. Und mir fehlt für den Schlafsack 6 von 20, ich brauche Fell, aber ich muss das alles irgendwo verstauen. Kleine Holzkiste, ich brauche unbedingt Holz. Ich habe gerade etwas Neues gelernt, und zwar, die Tiere können erschöpft werden. Wenn man sie lange genug jagt, müssen sie immer wieder Pause machen und da kann man immer wieder zuschlagen. Also man muss nicht unbedingt halt mit Bogen, Pfeil oder einer Waffe jagen. Man kann sie mit einem Messer erlegen, man muss sie nur jagen. Man verliert zwar selber viel Energie, aber man kann sie jagen und bis sie halt erschöpft sind. Gut, jetzt baue ich mir eine kleine Holzkiste, damit wir unsere Sachen, oder bauen wir gleich zwei, damit wir die Sachen irgendwo lagern können. Sonst sind wir überfüllt. So, einmal. Einmal. Und zweimal. Gut, jetzt können wir zumindest, sagen wir, Stock loswerden. Wir haben viel zu viel Stock. Dann Fasern, wir haben viel zu viel Fasern. Was haben wir denn noch? Noch mehr Fasern und Fasern und Fasern. Davon hatten wir viel zu viel. Gut. Knochen. Unser Knochenmesser ist kaputt. Wir bauen uns ein Knochenmesser. Okay, das hätten wir. Lass uns kurz essen. Und kurz trinken. Okay. Was haben wir denn jetzt gesammelt? Uns fällt immer noch was. Uns fällt immer noch was. Ich brauche unbedingt noch mehr Tiere. Ich muss jagen. Sonst wird das echt nichts. Wir versuchen es jetzt nochmal. Wir jagen diesen Reh und schauen, ob es tatsächlich auch stimmt, dass die erschöpft werden können. Okay, ich lag falsch. Man muss sie zuerst wenigstens ein, zweimal treffen. Dann, wenn sie verletzt sind, dann funktioniert das. Sie einfach so zu jagen, das funktioniert nicht.
Endlich einen verdammten ganzen Tag. Es ist 16 Uhr. 12 Uhr habe ich angefangen, einen großen Hirsch zu jagen. Der hat eine verdammte Ausdauer. Das ist der Wahnsinn. Wahnsinn. So, Inventar herstellen. Mir fällt immer noch Fell. Und es gibt keine Wölfe. Es gibt einfach keine Wölfe hier. Das ist der Wahnsinn. Plus dazu, ich habe hier eine Hütte schon fertig gebaut. Drumherum alles zu. Aber als Außenposten, ich weiß nicht, ob das als Außenposten zählt. Schauen wir mal. Kehre zum Landschiff zurück. Missionszeit 0. Oh, okay. Das habe ich nicht gesehen. Wo ist unser Schiff? Genau. Laufen wir zum Schiff. Das habe ich. Das war das einzige Ziel, glaube ich, jetzt. Etwas zu bauen. Ich habe ja gar nichts. Also, ich bin jetzt zum Landeschiff zurückgelaufen und ich kann sagen, die haben heute was gelernt, dass wir Hirsche, Rehe, wenn wir sie verletzen, dauerhaft jagen können, weil dann legen sie sich hin und müssen sich irgendwie ausruhen, wieso auch immer. Und dann kann man sie weiterschlagen, bis sie sich komplett erschöpft haben. Dann kann man sie töten. Okay, das ist das eine. Zweitens, wir hatten hier die Mission, einen Außenposten zu bauen. Das haben wir gemacht. Wir haben einen Außenposten gebaut. Eine komplett verschlossene Hütte. Mit Türen. Alles drum und dran. Einen Schlafsack haben wir nicht gebaut. Müssten wir. Ich hätte gerne, aber müssten wir anscheinend nicht. Somit ist die Mission vorbei, weil wenn ich jetzt hier klicke, also wenn man dann Escape drückt, dann haben wir über mir. Ganz oben die Zeit zum Landeschiff zurück. Die Missionszeit ist alles komplett auf Null. So, dann schauen wir mal. Zurück zur Station. Okay. Und wir fliegen weg. Okay, das ist jetzt die Ansicht, wenn wir zurück sind. Und wie schaut denn das aus? Wähle einen Charakter. Nein, Charakter erstellen, Einstellung zum Desktop zurück. Analyse. Okay. Nein. Okay, also wir sind wieder zurück auf unserem Schiff sozusagen. Komisch, dass ich halt hier nicht weitermachen kann. Dann haben wir das hier. New Livewire. Terrain Scan. Der Lagos-Einheit benötigt Terrainformationen für neue Landezonen. Okay, das machen wir nächstes Mal. Also für heute reicht es erst einmal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Ciao.